Entwicklung radikaler neuer Ideen ist meines Erachtens wichtig, die richtige Balance zu halten zwischen strukturierten Vorgehen und Kreativität. Und es ist schon wichtig, auch diesen strukturierten Teil zu beleuchten, denn man kann sich schon stark auch vorbereiten für diese Entwicklung von neuen Ideen. Man muss sich heutzutage schon anschauen, was passiert draußen im Markt an Technologietrends, Trends im Kundenverhalten, ja, Trends in Geschäftsmodellen. Und wer ist dort schon aktiv? Venture Capitalists, die großen Digitalgiganten, Startups, die sind ja alle auch schon schlau, ja, und haben sich darüber Gedanken gemacht. Das muss man sich schon auch mal anschauen. Ja. Dann natürlich konkret werden. Was für konkrete Kundenbedürfnisse bestehen in meinem Markt, die ich wirklich auch nutzen kann? Ja? Und was habe ich für Assets und Kernkompetenzen, die ich auch wirklich einbringen kann, dass es dann auch wirklich Sinn macht für mich, in dem Bereich Ideen zu entwickeln? Und dann kann man, glaube ich, den Kreativitätsprozess sofort starten. Genau. Und dafür gibt es relativ viele Wege. Das hängt dann immer davon ab, wie ist meine Ausgangslage und was für ein Budget habe ich. Und dann kann ich anfangen mit Methoden wie Startup-Kooperationen, Design Thinking, Hackathons oder auch anderen zu arbeiten, um auf diese Ideen zu kommen und den Prozess zu initiieren. Eins ist aber auch klar, und das zeigen unsere Forschungsergebnisse sehr deutlich und sehr eindeutig. Unternehmen in Deutschland haben gar kein Problem, auf Ideen zu kommen. Wohingegen sie extrem unter Druck geraten, wenn es um die Umsetzung geht. Und da herrscht in Deutschland noch relativ großer Nachholbedarf.